Genau, so, also wir sind live and alive. Ja, Simon, also erstmal so mein Eindruck. Herzlichen Dank für deine viele Mühe der Bin Vorbereitung schon gut heute. geschwitzt heute, ja. Ja, aber es hat sich gelohnt. Es waren wirklich interessante Leute, die ihre Beiträge da gebracht haben. Und ich bin ganz gespannt auf morgen. Aber heute Abend haben wir noch was Entspannendes. Heute gibt es ja ein Abendevent, der auch sehr umfangreich ist. Der erste Punkt ist schon mal ein Live-Podcast, den Simon aufnimmt mit der Sabine Kluge. Und es geht um das Thema Working Out Loud und LernOS. Und irgendwie habe ich in Erinnerung, da gab es doch schon mal eine Folge. Und es ist heute irgendwie eine Fortsetzung. Wann war denn das erste Mal und um was ging es denn? Genau, also das erste Mal, da war ja, gab es da so ein bisschen Querelen mit den ganzen Lizenzthematiken, ne? Und dann haben wir gesagt, haben wir telefoniert natürlich, aber auch gesagt, wir versuchen das in einem Podcast mal rauszuarbeiten, haben auf Twitter die Frage gestellt, was die Leute interessieren würden und haben dann da einen Teil 1 aufgenommen. Das war meines Wissens nach 2018. Also jetzt 1,5 Jahre schon her. Und wir hatten damals einen Podcast fokussiert auf eher diese organisatorischen, lizenzrechtlichen Themen und haben eigentlich damals schon angekündigt, wir wollen Teil 2 machen mit eher den inhaltlichen Fragestellungen. Ne, was hat sich denn bei den Inhalten getan und was ist Social Learning und was bedeuten diese Circles für Social Learning? Und da haben wir gesagt, wäre das jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, das sozusagen im Rahmen der Abendveranstaltung zu machen. Ne, das heißt, die Sabine wird dann so gegen 19:30 Uhr auch hier auf die Bühne kommen und wir machen den Podcast hier, nicht wie letztes Jahr den Podcast außerhalb in der Podcast-Plattform, dass es für alle halt einfach ist, daran teilzunehmen. Das ist so die Grundidee. Ja, sehr schön. Okay, der wird vielleicht so eine Dreiviertelstunde dauern. Und dann so um 20:45 Uhr, da geht dann eine Tour durch das, die Mindtest-Challenge Ja. durch. Und Mindtest läuft ja wahrscheinlich schon. Da wird im Hintergrund sind ja schon Leute, die da schon was bauen. Das läuft schon. Also wir können euch hier mal so einen Blick reinmachen, ne? Die Idee ist ja, dass wir einen Freizeitpark bauen. Das heißt, ich gehe hier mal in den Flugmodus, dann können wir uns das mal von oben ein bisschen anschauen. Es ist hier so ein Freizeitpark am Entstehen mit großem Willkommensschild. Und da bauen jetzt einzelne Teams, wie man sieht, Attraktionen eines Freizeitparks. Also keine Ahnung, was das hier vorne wird. Es gibt Labyrinthe, es gibt Streichelzoo, es gibt hier scheinbar einen großen Sprungturm. Ne? Da oben sind welche am Bauen. Hier wird ein großer Eingangsbereich gebaut. Da hinten, habt ihr vielleicht schon gesehen, ne? Da gibt es eine riesen Achterbahn, die man fahren kann. Ne? Und das sind jetzt einfach Leute von Teilnehmenden dann mit Kindern teilweise, ne? Weil wir gesagt haben, so im Wetten, dass Stil wollen wir halt ein Abendprogramm, was man auch mit der Familie irgendwie, wo man teilnehmen kann, ne? Wo so ein Spiel immer was ist, was lustig ist. Und Mindtest ist kostenlos, ist Open Source, das passt so zu unserer Grundmessage. Kann sich jeder installieren und mitmachen. Und Genau. es passt, glaube ich, aus einer zweiten Sicht noch. Mindtest hat auch mit Lernen zu tun. Wie kommt es, dass Mindtest und Lernen zusammengehört? Naja, also es ist so, wir wollen ja auch mit den LernOS-Leitfäden den Leuten so ein bisschen beibringen, digitale Transformation tiefer zu verstehen, also nicht nur auf LinkedIn Posts abzusetzen, sondern sich auch mal mit GitHub zu beschäftigen, mit Coding zu beschäftigen, so Sachen. Ne? Und so Spiele wie Mindtest oder Scratch sind halt einfach für Kinder und Jugendliche ein sehr guter Einstiegspunkt, ne? Wo man sagt, erstmal baut man einfach da drinnen und probiert sich aus, dann kann man aber auch programmieren, man kann da Sachen steuern, man kann Mikroelektronik-Programmierung da machen. Also wen das interessiert, es gibt, wenn ihr nach Mindtest und Bildungsserver mal sucht, ne, gibt es ganz viel didaktische Ansätze, wie man solche Spiele in die Schule bringt, ne, und den Kindern so wirklich gamification-mäßig die an Technik ranführt. Ne. Man sieht, da wird es auch dunkel, also die Beleuchtung funktioniert schon. Genau, also das wird der Programmpunkt dann sein um 20:45 Uhr, richtig? Ja, also ihr müsst nicht bis 20:45 Uhr warten, ihr könnt doch jetzt schon mitspielen, einfach reinspringen in Genau. dieses Mindtest. Alle Infos findet ihr immer, wenn ihr auf den Programmpunkt hier in Venueless klickt, da sind alle Infos immer hinterlegt. Ich habe es hier gerade geteilt. Also es gibt in der Navigation gibt's dieses LernOS Freizeitpark. Da ist auch oben nochmal eine Teamkonferenz verlinkt. Soweit ich weiß, ist da Magnus oder Susanne auch drin. Also auch Jetzt wenn jetzt auch jemand noch. einsteigen will, könnt ihr da reingehen. Ansonsten Magnus Rode oder Susanne Schulz anschreiben. Und hier haben wir versucht, möglichst ausführlich auch zu erklären, ne, wie installiert man sich das Mindtest-Spiel, muss man sich runterladen,
Dann sind hier die Zugangsdaten für unseren Mindtest-Server, also wir haben von der Akademie einen eigenen, da kommt er dann drauf. Deswegen hatte ich auch nicht so viel Pause, weil der hat vorhin Zicken gemacht, den mussten wir erstmal reparieren. Na, und dann sind so die Schritte, wir haben, weiß nicht, wer das kennt, wer Kinder hat vielleicht, die spielen, da wird ja oft Discord als Audioserver verwendet. Ne? Im Spiel hast du ja typischerweise keinen Ton. Und du musst dich mit hoher Audioqualität und niedriger Latenz abstimmen, gerade wenn du so Shooter-Spiele machst. Ne? Und das läuft eigentlich alles auf Discord. Und deswegen haben wir da versucht, wirklich mal so die Leute komplett in so eine Gaming-Infrastruktur fallen zu lassen. Ne? Und wie man sieht, so sind viele am Bauen, also das scheint irgendwie zu funktionieren, werden wir dann also, nachher sehen. Genau, nachher werdet ihr sehen, was rausgekommen ist. Um 20.45 Uhr. So, dann wieder ein bisschen später, um 21.15 Uhr, gibt es was ganz Besonderes. Da gibt es ein echtes Live-Konzert mit einem echten Musiker, der mit einer ganz besonderen Plattform was streamt. Und das gibt so eine Art Konzertsaal, der hat nur 50 Plätze. Also man darf sich nicht zu spät ein. Genau. Also das fand ich eine irre Story. Wir hatten ja letztes Jahr den Guido als DJ. Ich finde, zu so einer Veranstaltung gehört halt auch immer Party. Ne? Wenn man viel lernt, muss man auch viel Party machen. Und letztes Jahr hatten wir den Guido und dieses Jahr habe ich auf der Republika den Enno in dem Talk gehört. Kannte seine Musik auch, so eher so ein bisschen melancholisch, also der wird so die Brücke schlagen, ne? So die Einzelkämpfer im Bereich lernende Organisationen, wie können die sich gegenseitig aufbauen, ne? Also so ein bisschen die Brücke zu seiner Musik. Und der hat aber halt auch erzählt, ne, wie das für ihn war, in die Pandemie zu gehen. Auf einmal werden die ganzen Gigs, wird alles abgesagt, ne? Und statt den Kopf in den Sand zu stecken, hat er sich dann mit einem Techniker zusammengetan und die haben sich eine Plattform gebaut, die quasi wie so ein kleiner Konzertsaal ist, also wo er alle Leute hört, alle Leute ihn hören und jeder, der Applaus gibt oder der eine Flasche fallen lässt, ne, den wird man da, das wird man hören. Ne, er wird den Applaus hören und wenn ich mich richtig erinnere, Republika hat er gesagt, dass er seit Anfang Pandemie mehr als 100 Konzerte gegeben hat und jetzt auch Konzerte in Kanada gibt zum Beispiel, also da, wo er vorher nie hingegangen wäre und nie hingeflogen wäre. Ne, und das fand ich von der Story super, von diesem so VUCA-Welt irgendwas passiert, man lernt, wie man damit umgeht. Ne, das fand ich klasse. Da findet er die im Programm. Also da gibt es hier oben in der Navigation gibt es diesen Eintrag Konzertraum. Da ist so eine Anleitung, wie man da hinkommt. Das Konzert selber wird 21.15 bis 22.15 so ungefähr sein. Wir werden ihn aber vorher am Ende von dem Weg durch Mindtest einmal auch noch auf die Bühne holen und ich werde kurz mit ihm sprechen, dass er so da seine Story nochmal erzählt. Also so 21.05 Uhr circa könnt ihr da zur Bühne kommen, dann könnt ihr ihn da hören. Und dann eben sozusagen nach Mic-Drops, wie gesagt, 50 Plätze, da muss man früh an der Tür stehen, dass man reinkommt. Der Türsteher ist gnadenlos. Ja, und dann gibt es so fast schon in der Nacht um 22.30 Uhr ein schönes Online-Spiel. Wir spielen Montagsmaler, das macht der Oliver Ewinger und... Der Oliver Fleischmann, der steht noch nicht im Programm, genau, die zwei. Ach so, dann ist hier... War mal die Nadine, war es mal, genau, nee, okay. Aber die haben sie gewechselt. Ach so, Oliver Ewinger und Oliver Fleischmann, die beiden machen das. Ja, 30 Minuten sind vorgesehen, aber je nachdem, ihr könnt natürlich auch gerne länger machen. Na, die letztes Jahr dabei waren, die kennen das ja. Letztes Jahr haben wir ja Jeopardy gespielt, ne, mit so Gruppen in Remo. Und Remo hat sich halt sehr gut angeboten, um Jeopardy zu spielen. Und jetzt klar, hätten wir wieder machen können, aber das wäre langweilig, zweimal das Gleiche zu machen. Und wir haben jetzt in der Pandemie so in der Familie auch oft einfach dieses Montagsmaler gespielt, ne, wo du, wie man es früher kennt, einer kriegt einen Begriff, muss den malen und wer den zuerst errät quasi, der kriegt halt so und so viele Punkte. Es gibt immer so eine vorgesehene Zeit und das wollen wir eben machen mit LernOS-Begriffen. Also das heißt, wir haben da ein Tool uns rausgesucht, dass wir auch wie Jeopardy letztes Jahr mit eigenen Begriffen füttern können. Mhm. Na, und werden da quasi, da müsst ihr dann mal, ihr könnt euch schon mal überlegen, wie man LernOS-Sprint malt oder wie man Mindset malt oder so. Und das wird so funktionieren, dass wir die spielen wollen, in StreamYard auch kommen, also in dieses Livestreaming-Tool und dann parallel noch in einem zweiten Browserfenster in dieses Montagsmaler-Tool rein. Also das haben wir auch noch nicht so ganz, wir haben so ein bisschen mal ausprobiert, noch nicht so ganz. Und die Idee ist, dass wir halt 2-3 Runden spielen, je nachdem wie viele Leute da mitmachen wollen, ne, dass jeder mal zum Zug kommt und immer so 5 gleichzeitig spielen. Und da muss ich mal gucken im Programm, da müsste hier, aha, da steht nämlich auch noch drin, Beschreibung folgt, das verlinke ich dann auch noch gleich. Moment, da zeige ich euch mal dann direkt dieses Pad, P,
Roscon 21, Montagsmaler. Also ihr erlebt jetzt gerade, wie Simon absolut fähig, permanent alle kleinen Unstimmigkeiten noch so nebenbei zu beheben. Selbst vorhin bei seiner Moderation für die Lightning Talks, wo er dauernd beschäftigt war, die Folien weiterzublättern, hat er nebenbei noch gechattet und so. Also ist so wirklich jemand, der auf allen Kanälen gleichzeitig arbeiten kann. Du formulierst es immer positiv. Man könnte auch einfach sagen, es war schlecht vorbereitet. Nein, ich habe es auf jeden Fall. Ich habe den Link gerade in den Chat gepackt und da gibt es jetzt ein Etherpad. Das seht ihr hier, Loscon 21 Montagsmaler. Na, und da könnt ihr quasi euch einfach in diese Liste reinschreiben und kommt dann nachher zu der Bühne 22:30 und dann holen wir den ersten Schwung, also die als erstes drinstehen, da rein und dann spielen wir. Es gibt auch nachher nochmal so eine Abstimmung, also das wird ein bisschen koordinierter laufen. Na, das seht ihr schon, Katrin schreibt sich schon rein, also führt da einfach die Liste fort. Der eine oder andere hat mich gefragt, so was, 22:30, warum ist noch so spät Programm? Ich denke halt, wenn wir online eine Präsenzveranstaltung hätten, dann sitzen wir abends auch noch beim Bierchen zusammen. Und ich hatte jetzt viele Veranstaltungen erlebt, die sind halt zu Ende um 18 Uhr und dann drückt jeder den roten Knopf. Und dann geht man vielleicht mal noch so ein bisschen in so ein Online-Tool, aber nicht so richtig. Deswegen haben wir versucht, abends immer so Einsprungspunkte zu machen, wo man wieder dazustoßen kann quasi. Ja, genau. Sehr schön. Ja, aber das ist jetzt nicht alles, was ihr machen könnt. Simon hat eben von Bier gesprochen. Nehmt euch irgendwie ein schönes Getränk für die Abendevents. Aber ihr habt auch noch die Möglichkeit, auf die Insel zu gehen. Ihr habt ja gemerkt, wir haben heute hier auf der Insel schon den Strand genossen. Ihr könnt es jetzt abends auch. Simon zeigt die Insel gerade und dort kann man sich individuell mit Leuten treffen. Ihr könnt euch dort bewegen mit einem Avatar und könnt mal sehen, wer ist sonst noch da. Und wie in der Realität bei so einer Veranstaltung, stellt euch zu der Gruppe, die euch am meisten zusagt oder wo ihr Lust habt mitzumachen. Und ihr könnt hier auch mal hinter Leuten hergehen, wo er sagt, den will ich mal treffen. All sowas ist möglich. Genau. Und da gibt es auch gar nicht viel Besonderheiten. Das Tool, was da dahinter steckt, ist Work Adventure. Das funktioniert so, wenn ich jetzt mit meinem Avatar irgendwie zu jemand anderes in die Nähe gehe, der Damian flüchtet schon von mir, dann geht so eine kleine Videokonferenz auf, bis zu 4 Personen. Wenn 4 Personen drin sind, wird der Kreis rot, dann passt keiner mehr rein. Dem könnt ihr entgehen, indem ihr an so ein Lagerfeuer geht. Dann fährt hier von rechts eine Jitsi-Videokonferenz auf. Also wir haben alles an Videokonferenztechnik, was man sich vorstellen kann, verbaut. Wir haben dann für morgen für die Assemblies hier oben vor den Whiteboards, da sind Conceptboards hinterlegt, die dann zur Dokumentation auch verwendet werden können. Es gibt hier so eine Insel mit einer Schatzkiste drauf. Dahinter verbirgt sich ein Gästebuch, in das man sich verewigen kann. Aber es ist nicht ganz einfach, den Weg zu finden, weil man hier natürlich im Wasser, da sind überall Untiefen, da würde man ertrinken. Also das heißt, da muss man den Weg auch erstmal finden dazu. Und wenn jemand den Avatar parken möchte, ne, das sehe ich, darf ich mal dazu Anke, dann könnt ihr es mal sehen. So, Anke, ich bin gemutet, also wenn du uns über den Livestream hörst, dann hörst du uns da. Moment, ich sage kurz. Anke, wir sind noch im Livestream, deswegen sind wir hier gemutet. Ich wollte es nur kurz zeigen. Sie lacht. Sehr gut. Genau, also dann kommt da dieser Kreis. Jetzt darf ich mal wieder weg. Genau, was gibt es noch an Funktionen? Ich glaube, das ist es schon. Wir hatten die letztes Jahr dabei waren, da waren wir in Remo, wo es keinen so richtigen Ruhebereich gab. Ne? Mhm. Ich erinnere, wir hatten zwar so eine Toilette gemacht, aber die Toilette war auch eine Videokonferenz, was ein bisschen irritierend war. Und deswegen haben wir hier die Nichtschwimmerbucht. Also diese Bucht hier oben, wenn man da reingeht, ne, da sieht man jetzt, das ist so ein sogenanntes Silent Area in Work Adventure. Das heißt, da geht dann keine Videokonferenz auf, da habt ihr eure Ruhe. Mhm. Genau. Ja. Das sind so im Kern die Features. Ihr könnt euch auch noch, ihr könnt gerne den Link auch in der Familie weitergeben, falls jemand noch dazu will oder Kids dazu wollen. Ne, die könnt da gerne mit rein. Da findet ihr, zeige ich auch gleich noch bei Willkommen, auch den Direktlink, wo man reinkommt ohne Ticket. Also kommt heute Abend auch vom VHS Barcamp, mit dem wir so eine Crossover-Session haben, kommen auch noch ein paar dazu. Also das ist so ein teilöffentlicher Bereich. Ne, für die Kids ganz lustig, kann man sich hier einen Companion aussuchen, eine Katze zum Beispiel, und die verfolgt dann hier auf der Insel. Die hat eigentlich keine Funktion, die läuft dann nur die ganze Zeit in der Bahn. Ja, und bewegen tut man sich mit den Pfeiltasten. Ne? Genau, mit den Pfeiltasten, wenn ihr wegrennen wollt, wie der Damian, der war gerade nicht schnell genug, könnt ihr auch die Shift-Taste noch, dann kann man ziemlich schnell rennen. Ist allerdings eine kleine Insel, also da ist man schnell am anderen Ende angegangen. Genau, wer den Link weitergeben will,
Hier oben, Moment, die Insel, ne, steht hier bei Willkommen und da ist in Klammern steht Direktlink. Mit dem Link kommt man auch auf Work Adventure. Wir würden euch bitten, den Link zu dem Konzertraum nicht weiterzugeben. Nicht, dass irgendwie die ganze Welt im Konzert ist, nur die Leute, die von der LernOS-Con sind, nicht mehr reinkommen. Ne? Das wäre nett. Ja, also ihr merkt schon, jetzt könnt ihr was draus machen. Ob der Abendevent gut wird, ist wie bei einer realen Konferenz auch so, liegt immer an den Gästen. Also viel Erfolg bei euren Gesprächen heute Abend und bei den Spielen oder Konzerten oder beim Zuhören für Wo auch den immer. Habt Podcast. Spaß, gesetzt ja zwei Füße, geht dahin, wo es am coolsten Genau. ist. Genau, dann gehen wir hier im Stream nochmal offline. Wie gesagt, 19:30 Uhr startet dann der Podcast, so in gut 10 Minuten. Bis dann!